Bummeln bis zum Abwinken. Nicht ganz. Erstmal nur bis 22 Uhr. So die Idee des Vereins für maßvolle Ausweitung der Öffnungszeiten. Hinter dem Verein stecken die Freien Wähler im Landtag. Bei Verdi sieht man das Vorhaben kritisch. Wahlkampf, Vorgeplänkel und Themenfindung der Parteien, so meint man hier. Eine Idee ist es natürlich, aber es ist eine schlechte Idee. Denn wir haben ganz andere Probleme. Wir haben eine wachsende Bevölkerungsschicht, die im Alter arm ist oder während der Arbeit, ich denke an alleinerziehende Mütter, die wenig Geld haben zum Ausgeben. Das heißt, wir haben nicht das Problem, wann können die Leute das Geld ausgeben, sondern haben sie überhaupt ausreichend Rente oder ausreichend Lohn, um ihr Geld auszugeben. Da sollten die Freien Wähler den Finger in die Wunde legen und nicht bei dem Thema, wie lange dürfen die Geschäfte aufmachen. Positive Reaktionen beim Handelsverband Bayern. Allerdings dem gehen die Forderungen nicht weit genug. Totale Freigabe, so die Forderung. Die Unternehmen sollen selbst entscheiden, wann sie öffnen. Gerade mit Blick auf den Onlinehandel und immer mehr Kunden, die per Internet einkaufen, müssen die Kunden die Möglichkeit haben, länger einkaufen zu können. Und vor allen Dingen auch gerade in einer Einkaufsstadt wie München, wo viele Touristen kommen, die schütteln teilweise mit dem Kopf, wenn sie hier nach 20 Uhr vor verschlossenen Türen stehen. Ullmann sieht die Problematik für die kleinen Läden, die das Personal selbst stellen müssen. Und bei den großen wird entsprechend Personal rangiert. Na, die Beschäftigten im Handel laufen Sturm. Denn da hängen ja Familien dran. Das Familienleben ist zerrissen. Was sagen Sie einer alleinerziehenden Mutter, die nicht weiß, wo sie das Kind in die Krippe bringen soll abends, die dann bis 22 Uhr oder mit den Nachlaufzeiten noch länger arbeiten soll? Also aus der Beschäftigtensicht gibt es da von Verdi ein ganz klares Nein. Fußgängerzone München heute Mittag. Ein Volksbegehren, wie notfalls angestrebt, würde bayernweit 950.000 Stimmen in 2 Wochen erfordern. Ja, ich finde es einfach gut, weil man dann mehr Zeit hätte. Man könnte also abends ein bisschen bummeln oder vor allem in der Innenstadt wären halt die Straßen etwas belebt. Ich zum Beispiel gehe tagsüber zum Einkaufen. Gell? Ich bin berufstätig, oft viel unterwegs und mag auch gerne noch später shoppen und nicht immer unbedingt im Internet. Also ich hätte da kein Problem mit, weil ich im Schichtdienst bin und es schön fände, wenn ich ein bisschen später zum Einkaufen gehen kann. Also ich bin anderer Meinung, ich bin zwar auch im Schichtdienst, aber ich finde, 20 Uhr ist spät genug und die Leute haben auch Familie, die zu Hause wartet. Und man kann auch im Schichtdienst das so planen, dass man an seinen freien Tagen oder Nachmittagen geht. Ob für die Läden die Umsätze oder nur die Kosten steigen, bleibt fraglich. Versteht, ohne erfolgreiches Volksbegehren für Öffnungszeiten bis 22 Uhr bleibt jede Bestrebung in Bayern nur Schall und Rauch.